So, wir sind jetzt mehr oder minder in Ibiza angekommen. Unsere Ankunft war leider nicht so herzlich. Wir sind aufgelaufen. Die Tiefenangaben waren falsch auf der Seekarte. So, wir sind jetzt hier den letzten Tag auf Ibiza. Wir haben recht spontan entschlossen, dass wir jetzt zum spanischen Festland rüberfahren, weil die Bedingungen sind ganz gut. Wir so 15 Knoten aus Ost haben, also achterliche Welle oder fast Raumschotkurs, genau. Und wir machen jetzt noch die letzten Vorbereitungen. Julian muss gerade was bei der Stoffbuchse abdichten, da kam die letzten Tage immer ein bisschen Wasser raus. Die Stopfbuchse selber ist ja relativ gut, aber durch die Unwucht, die wir in der Welle haben, wodurch, keine Ahnung, ob durch die falsche Ausrichtung vom Motor oder durch den Aufprall, hat sich hinten die Verbindung zum Rumpf so ein bisschen gelöst und da suppt jetzt immer was rein. Das müssen wir dann auf dem Trockendock gescheit machen. Aber jetzt für die Überfahrt machen wir das erstmal nicht mit Sika, sondern mit so einem ähnlichen Zeug, was für unter Wasser geeignet ist, dichten wir das ab. Ich mache jetzt erstmal kurz hier alles trocken, damit wir auf der Überfahrt nichts mehr reinbekommen. Fummelarbeit wieder. So. So, wir hatten vorhin noch ein paar Probleme mit der Stopfbuchse. Haben wir jetzt einigermaßen hinbekommen. Nicht perfekt, aber wir müssen diesen Wind einfach nutzen. Und wir können sie jetzt eh nicht rausheben. Das heißt, wir haben ordentlich Likiro, also von dieser Unterwasserdichtpaste, dran gekleistert und sollte jetzt halten. Unser Dingi ist jetzt wieder auf dem Vorschiff, haben wir wieder festgebunden. Ja, dann lösen wir gleich die Leinen. Und dann legen wir ab. So, wir sind wieder im Hafen von Ibiza. Wir haben es gestern leider doch nicht geschafft. Wir sind wieder umgedreht, die Wellen waren einfach zu hoch und dann bei Dunkelheit und die ganzen Untiefen, das ist dann noch ein bisschen kritisch. Jetzt also nochmal ein neuer Versuch. Unser Dingi ist ordentlich festgeschnallt. Wind ist auch ganz okay. Letzte Worte, ja. Also meine letzten Worte sind, ich hoffe, das sind nicht meine letzten Worte. Haha, geil. Jules, letzte Worte. Aha. Schreibe ich so auf deinen Grabstein, fantastisch. Perfekt. Danke. Ein letztes Mal für diese Saison heißt es nun Segel setzen. Ein Jahr später als geplant machen wir uns endlich auf den Weg zu unserem Liegeplatz am Festland. Und auch wenn wir uns freuen, endlich mal wieder Strecke gemacht zu haben, sind wir doch etwas wehmütig, zum Arbeiten wieder zurück nach Deutschland zu müssen. So, ja, wir sind jetzt hier gerade an der Ostküste von Ibiza. Wir machen so zwischen 6 und 7 Knoten, so konstant. Und wir haben wirklich gar keine Bewegung im Schiff. Es ist echt traumhaft. Die Sonne scheint, ey, was will man mehr? Die Wellen kommen achterlich, also von hinten, und das ist eigentlich nur die Windsee, die sich aufbaut, weil der Wind kommt aus Osten, Nordosten, und wir sind jetzt quasi auf der Westseite von Ibiza, also neben uns ist Land, und zu dieser Strecke können sich nicht so viele Wellen aufbauen und es kommt auch keine Dünung mehr, also ich glaube, wir hatten noch nie so gute Bedingungen. Das wird auf jeden Fall geil, darüber zu fahren. Und das ultra geile ist, ich habe ja normalerweise am meisten Seekrankheitsprobleme von uns. Unter Deck ist das Ganze natürlich noch schlimmer, aber die Bewegungen sind so ruhig. Ich kann hier unter Deck an meinem Handy sitzen, mir was zu essen machen. Unser letzter Segeltrip für diese Season zum Festland und dann werden wir damit belohnt. Super geil. Ja, wir haben jetzt direkten Kurs auf Guyana gesetzt. Wir fahren 316 Grad am 7 Knoten Fahrt. Also wir kommen sehr gut voran. Und neben uns ist dieser spektakuläre Felsen. Da haben wir jetzt leider keine Zeit. Ja, schade. Ja. Stimmt, ist ja dieses Jahr schon.
Und hochklettern. Ja, Mann. Bisschen mehr Psycho-Klettern. Rasen hier vor uns hin. Wir hatten gerade eben 9,2 Knoten, also 18 km/h, was halt für dieses alte Schiff absolut krass ist, mit, keine Ahnung, 20 Knoten Wind. Richtiges Sportsegeln. Geil. Wir probieren die Zeit rauszuholen, weil heute Nacht, ich glaube, das wird nicht lange bleiben, so um 2 nimmt es ziemlich ab. Das heißt, wir wollen jetzt sportlich fahren, damit wir dann in der Nacht entspannt chillen können. Ja, mega geil. Also der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber wir haben jetzt immer noch so zwischen 6 und 7 Knoten. Vorher hatten wir ein Stück mit so zwischen 8 und 9, aber es geht immer noch super voran und einfach traumhafte Bedingungen. Ich glaube, beste Etappe bisher. Und ja, gleich haben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang, da freue ich mich auch schon drauf. Gerade auf halber Strecke Richtung Festland. Die Bedingungen sind wunderbar entspannt. Es ist gerade hier ein schöner Sonnenuntergang. Ziemlich alles, was wir noch haben, und macht daraus irgendwie einen Couscous. Ich weiß noch nicht ganz. Lasst euch überraschen. Klingt ja grauenvoll. Geil! Wird sicherlich. Perfekt. Ja, und ich steuere uns zum Festland. Ich lasse niemand mehr ans Steuer. Es macht zu viel Spaß. Ein letztes Mal heißt es nun, Nachtwache antreten und bei kalten Temperaturen und ohne Autopilot zwischen Fähren und Containerschiffen Kurs auf unser Ziel halten. Meine Nachtwache angetreten. Wir haben noch 45 Meilen bis Burjana Nova und die Bedingungen sind echt fantastisch. Wir haben so ungefähr durchschnittlich 4 Knoten und komplett klaren Himmel. Ja, so wünscht man sich doch eine Überfahrt. Guten Morgen. Wir haben es jetzt kurz nach 8. Jules hat mich um 6 ungefähr abgelöst mit der Wache. Und der Wind hat dann, während er Wache gemacht hat, wie vorausgesagt auf Nord gedreht.
Das heißt, wir müssen jetzt die letzten 14 Meilen noch kreuzend hart am Wind fahren, weil wir den Motor wegen der Unwucht von der Welle natürlich jetzt nicht belasten wollen und erst recht nicht gegen Wind und Welle. Deswegen, wie man sieht, hart am Wind. Also es geht nur langsam voran. Wind ist jetzt nicht so das Optimale aktuell. Aber ja, braucht halt noch ein paar Stunden. Ja. Und da hinten ungefähr liegt dann Guyana. Also dann haben wir da unseren eigenen Liegeplatz. Sieben aufregende und komplett anders verlaufende Monate als geplant gehen zu Ende. Wir sind erschöpft von den vielen Strapazen, den Unglücken und der Winterkälte an Bord und freuen uns allmählich auf unser gemütliches Zuhause. Und trotzdem fühlt es sich komisch an, genau jetzt, wo wir ein eingespieltes Team sind, für die nächsten Monate im Hafen zu liegen. Aber wie sagt man so schön, aufhören, wenn es am schönsten ist. Mittlerweile haben wir nicht mehr Gegenwind und müssen kreuzen. Wir haben jetzt fast gar keinen Wind mehr gehabt, haben den Motor angeschmissen. Aber wir haben jetzt wieder so ein bisschen Halbwind. Fock steht noch in der Besan. Groß haben wir jetzt runtergenommen mittlerweile. Fock werden wir dann auch demnächst runternehmen. Ja, so ungefähr 12 Meilen vor der Küste ist uns der Wind dann komplett gestorben und seitdem müssen wir leider unter Motor oder mit Motorhilfe fahren. Und in einer Stunde sind wir dann in unserem Hafen in Valencia tatsächlich angekommen. Mal Segelbergen für eine gute Weile, ne? Wie fühlt sich das an, Jules? Ja, gemischt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade erst so richtig eingespielt sind und man gerade auf große Tour gehen könnte. Tja, geht halt das Geld zu. Aber dafür geht es dann im Sommer wieder richtig los. Nice, mal einen eigenen Liegeplatz zu haben. Da lassen wir ja das Boot jetzt für ein halbes Jahr. Jetzt kommen wir raus. Lange ist es her, dass ich über eine Leiter an Land an Bord gehen muss. Wir mussten mal wieder jegliche Pläne über Bord werfen. Dadurch, dass es so unplanbar ist, ist es fast wie in einer Serie zu sein und man ist gespannt auf die nächste.